Heute würde ich gerne zeigen, mit welcher Geschwindigkeit man am besten sondieren sollte. Wir haben in der Zwischenzeit den Tube gewechselt, haben ein neues System. Das ist ein System mit Schraubverschluss. Man schraubt den Deckel ab, schraubt den Adapter drauf, weil wir immer noch mit Lührspritzen sondieren. Dann fülle ich meine Spritze. Ich ziehe das möglichst langsam auf. Langsam deswegen, damit man nicht so viele Luftblasen mit reinbringt beim Aufziehen. Ich weiß nicht, man kann das vielleicht sehen, da sind noch ein paar. Da klopfe ich jetzt einfach mal an der Tischkante so ein bisschen und dann kann man vielleicht sehen, dass sich hier die Luftblasen oben sammeln. Die kann man dann einfach rausdrücken. So, und jetzt hat man tatsächlich keine Luft mehr drin. Ich versuche jetzt mal die Spritze so zu drehen, dass man die Skalierung sieht. Wir machen ja immer Bolusgaben. Das heißt, wir haben keine Pumpe, die dauerhaft sondiert, sondern wir machen das mit der Hand. Das ist einfach physiologischer. Das heißt, es kommt dem, so wie man trinkt und isst, am nächsten. Wichtig ist, Klammer öffnen, sonst läuft nichts. Klammer ist offen und dann fange ich an. Das Schnarchen im Hintergrund ist unsere Prinzessin, die schläft. Den Seinen gibt es daher im Schlafe, darum fangen wir einfach an. Ganz langsam ein bisschen sondieren. Und eine kleine Pause. Wieder ein paar Milliliter sondieren. Und eine kleine Pause. Wenn man jetzt bloß mal so zwischendrin so 50 Milliliter sondieren möchte, das machen wir manchmal, 50 Milliliter Wasser dazwischen, beziehungsweise so eine halbe Stunde vor den Mahlzeiten, dann kann man das auch relativ zügig sondieren, weil ja sonst nichts mehr nachkommt. Jetzt aktuell werde ich so um die 250, 270 Milliliter sondieren, das heißt, das muss schon ein bisschen langsamer gehen. Das stellt man sich am besten so vor, wie wenn man an einem Gläschen Wein nippt oder wenn man sich ein Bierchen gönnt. So ein Mastbier, die stürzt man ja auch nicht auf Ex gleich runter und den Wein, den kippt man ja auch nicht einfach sinnlos hinter die Binde, sondern da bleibt man ja doch eine längere Zeit dran und nippt immer mal wieder und quatscht dann dabei und nippt wieder und macht wieder ein Päuschen. Und so muss man sich das mit dem Sondieren vorstellen. Nicht ganz so extrem, aber von der Idee her. Nehmen wir wieder ein paar Milliliter. Sondieren, machen wieder ein Päuschen. Man kann sich auch so ein bisschen am Atemrhythmus des Patienten orientieren. Da kriegt man sehr schnell raus, wann es zu schnell wird oder wann nicht. Der Vorteil an den Bolusgaben ist, wenn man das mit der Hand macht, wenn jetzt der Patient hustet oder irgendwie würgen würde, kann ich hier sofort aufhören. Dann mache ich die Klammer zu und die Sache ist erledigt. Die Pumpe merkt es nicht. Also bis man das selber dann die Pumpe gestoppt hat und dann nichts mehr läuft, das dauert einfach ein bisschen länger. Ich sondiere wieder ein Stückchen weiter und mache wieder eine Pause. So, und das mache ich jetzt so lange in der Geschwindigkeit. Das dauert jetzt ungefähr, bis ich alles drin habe, so gute 20, 25 Minuten. Dann darf ich nicht vergessen, mit Wasser nachzuspülen, denn hier ist ja dann im Schlauch, das ist so ein bisschen säurehaltig, was ich da sondiere. In dem Beispiel habe ich jetzt Cranberry-Saft, Ananassaft gemischt mit Thymian-Tee. Der Thymian-Tee ist ganz gut, weil er Schleim löst. Der Ananassaft verhindert die Schleimbildung und der Cranberry-Saft, der ist ganz gut für die Blase, weil unsere Tochter immer mal wieder Blaseninfekte oder Harnwegsinfekte hatte. Und Cranberries, die unterstützen da so ein bisschen, machen den Urin sauer, damit sich da nicht so viele Bakterien an der Blasenwand sammeln können. Wie gesagt, das mache ich jetzt, bis mein Becherlein leer ist. Dann spüle ich mit Wasser nach und das war's dann auch. Bei Fragen bitte jederzeit gerne an mich.